Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ich entführe euch heute auf die Messe in Dresden. Und da schauen wir mal, was es da so alles zu sehen gibt. Nach dem Intro. Freunde der großen Kleinbahn, ja, so war der Empfang auf der Messe in Dresden. Keine Kartenzahlung, auch keine Zahlung im Voraus übers Internet. Also das kann man natürlich im 21. Jahrhundert noch nicht erwarten, zumindest nicht in Dresden. Ja, und nach dieser Kritik kommen wir zum Angenehmen, zum Beispiel hier zu dieser Anlage mit japanischem Vorbild. Da musste ich natürlich automatisch an die Frau von Erdkopf denken, die ja eine Japan-Anlage als Heimanlage zu Hause hat, natürlich viel, viel kleiner als das, was wir hier sehen. Ja, hier ein schöner Bahnhof und überall auch die, naja, die mandelblühenden Bäume, die ja für Japan berühmt sind. Und ja, hier vielleicht ein bisschen viel, aber naja, was soll's. Muss ja irgendwie das Flair und das Klischee aufrechterhalten. Aber im Großen und Ganzen keine schlechte Sache. Viel Stadt, also so wie wir jetzt das im Gedächtnis haben. Hier eine Anlage, die im Prinzip, also wenn ich jetzt von den Schiffen ausgehe, Epoche 1 ist. Es fahren allerdings auch Züge aus späteren Zeiten hier auch dicht umlagert. Nicht bloß von Leuten mit orangenen Jacken. Ja, hier haben wir so einen Zug, ne, der eigentlich in die Epoche zurückgehört. Das ist ein bisschen gemischt, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Viel toller fand ich, ne, also N ist noch nicht klein genug, dann müssen wir also auch noch NE ist das ja hier, also nach sächsischem Vorbild, so mit der Diesellok. Also das, man sieht es auf den ersten Blick gar nicht, das wäre NM, also eben hatten wir die 750 mm Spur, jetzt haben wir die 1000 mm Spur, wie es also im Harz üblich ist, und hier haben wir also so einen typischen Zug der Harzbahn, die hier über eine winterliche Anlage. Also das war alles eins, ne? Also es war eine Anlage und die beiden Schmalspurbahnen waren da integriert. Ja gut, hier ist halt ein bisschen höher, da ist der Winter ausgebrochen. Ja, es geht noch kleiner, indem wir hier, na, der Kollege, ich glaube, wollte bloß nicht so ganz, ne? Das ist Spur T. Also das ist wirklich richtig winzig, das ist eins, wie schon mein Finger hier, mal mit schmutzigen Fingernagel mal ins Bild gehalten, damit man hier den Größenvergleich sieht. Und es gibt da mittlerweile, als ich das angefangen habe zu beobachten, gab es ja nur japanische Fahrzeuge, mittlerweile gibt es auch das ein oder andere deutsche, hier noch ein kleines Diorama. Ich habe da mal einen Euro hingestellt. Achso, nee, das war nicht mein Euro, nee, da lacht er schon rum. Also ich hätte sonst einen Cent genommen. Ja, und hier haben wir das nächste Thema, und zwar die Zackenbahn. Das ist eine Bahn, die heute über die tschechische, polnische Grenze geht, wobei der Hauptteil in Polen ist. Und die also relativ früh elektrifiziert wurde. Und die natürlich als Hochgebirgsbahn natürlich. Ja, wobei Hochgebirgsbahn, ich glaube, es ist noch ein Mittelgebirge. Aber es ist wirklich eine Gebirgsbahn, eine sehr mit Steigung und vielen Kurven. Und hier haben wir auch mal, als ich das erste Mal gesehen habe, fuhren da quasi nur im Güterverkehr E70. Das hat sich mittlerweile geändert, weil es da auch sehr viele verschiedene Loks jetzt gibt, den kleinen Seier.
Ja, hier haben wir einen Bahnhof, den ich immer so als den idealen Modellbahnhof bezeichne, weil eben im Hintergrund hier diese Felswand ist, die ist also auch ein Vorbild da und der hat auch dann einen recht annehmbaren Gleisplan, ein ziemlich kompliziertes, also kompliziert zu bauendes Bahnhofsgebäude. Ja, und ist ideal einmal für den Modulbau und dann vielleicht für die etwas größere Heimanlage. Wäre das also durchaus umsetzbar, wenn man es natürlich in der Heimanlage entsprechend verkürzt. Und ja, also ich bin da, also von dem Bahnhof bin ich immer begeistert. Ja, dann haben wir hier eine Bahn, die automatisch anhält und mal die Hand davor hält. Das war ein tschechischer Modellbauer, der dann immer die Kinder aufgefordert hat, da die Hand davor zu halten. So, dann haben wir hier eine Modulanlage. Das war, glaube ich, auch, das sind also auch alles Frame-Module, meines Wissens. Und das ist auf der Höhe der Frame-Module gebaut. War also aus meiner Sicht eines der Highlights dort auf der Ausstellung. Ist natürlich auch wieder die typische Epoche 4 Anlage. Die Wagen sind glaube ich noch Epoche 3, oder? Von der Bemalung her mit dem Strich. Ja, weiß ich nicht genau. Aber ihr wisst, Kommentare, ja, Kommentarspalte, da könnt ihr mich korrigieren. Ja, also sehr schön gemacht. Schöne Landschaftsgestaltung. Also hier brauchte man sich nicht verstecken. Es war noch nicht an allen Ecken alles fertig. Und irgendwie betrieblich gab es auch das eine oder andere Problem, aber das ist, vergiss das nicht. Ja, hier mal wieder Spur H0E. Auch dicht im Lager, deshalb hier mal diesen besonderen Blick hier von der Seite. Auch die Anlage, die tingelt also so durchs Land und ja, ich habe die also schon mehrfach gesehen. Hier mal ein Blick, wie gesagt, glaube Halle 1. Da waren also auch die ganzen Hersteller. Und dann haben wir hier wieder ein US-Thema. Ja, auch wieder unverzichtbar, US-Flagge. Das muss irgendwie immer sein bei einer US-Anlage. Aber ich weiß ja auch nicht. Ich meine, ich weiß sehr natürlich sofort, was es ist, aber vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass die Besucher dann vielleicht auch mal nachfragen. Ja, 3D-Druck ist auch immer wieder ein Thema. Das wird es auch immer mehr in Zukunft. Na, es gibt da also auch so kleine Anbieter, die dann da auf den Markt drängen, um für die, die sich das nicht selber leisten wollen. Ja, hier haben wir eine Anlage, die also aus DDR-Zeiten recht berühmt ist. Das war also schon zu DDR-Zeiten Modellbahn, Gruppe Weinbergweg, heute eigener Verein. Auch die Anlage ist schon recht alt, wird also immer wieder flott gehalten und aufgefrischt. Und ja, auch da natürlich das Problem, dass die haben auch ein bisschen Nachwuchsproblem, wurde mir dann so an der Anlage erzählt. Ja, wer also in Berlin wohnt und entsprechende Ambitionen hat, traut euch, also weil die Anlage ist es wirklich wert, erhalten zu bleiben. Ja, und dann kommen wir von der Modellbahn zur Modellbahnkunst. Also ich hatte es ja im Video, wo es also über die Messe in Chemnitz ging, hatte ich es ja schon erwähnt, ja, dass also da ja, ganz besonders hochwertiger Modellbahnbau angeboten wird. Und ja, für Sachsen, das ist ein bisschen, naja, weiß ich, Sachsenmeister oder wie man es nennt. Ja, also im Prinzip ist das hier, hatte ich ja auch im Chemnitz-Video schon gesagt, wenn man jetzt im Fußballmaßstäbe anlegen würde, dann wäre das jetzt hier Champions League. Ne? Ja, der Zug ist eben, der ist auf meinen Wunsch hin, so also wurde das angeboten, da ist der hier auf das Grün geschickt worden, der 1K, im Rollwagen und dann hier so ein Begleitwagen. Darauf
wahrscheinlich G10, weiß ich nicht, was ist Pico-Wagen, die hatten, glaube ich, was anderes. Also auf jeden Fall ein gedeckter Güterwagen. Wir haben uns dann relativ lange über Gleise und Weichen unterhalten. Er hatte auch irgendwie das Possendorf-Projekt verfolgt, wo wir ja 3D-gedruckte Weichen haben, also bis auf die Profile natürlich. Und hier ist es ein anderer Weg gegangen worden. Da sind die Profile, die Herzstücken, nicht die Profile, sind gegossen. Und also 3D gedruckt und da abgeformt und gegossen. Und das ist natürlich eine, ja, ich weiß, es sieht natürlich absolut spitze aus. Ich habe keine Ahnung, ob sie das nur für sich selber gemacht haben oder ob das irgendein zukünftiges Angebot sein soll. So klein sei, dass man sich da die Weichen bestellen kann. Aber wenn er hier wieder reinschauen sollte, kann er sich ja in den Kommentaren dazu äußern. Das habe ich leider nicht gefragt. Ne? Das müsste man jetzt leider nachsehen. Was ich hier angesichts des Bildes auch nochmal anmerken möchte, bitte mal genau auf den Schotter schauen. Ne? Also ich habe dann, vertrete ja immer so die Philosophie, zwischen 7 und 10 Schottersteinchen müssen in zwei Schwellen, zwischen zwei Schwellen passen. Ja, hier kann man einfach mal nachzählen. Ne? Also da, es gibt zwar auch größere Steine dazwischen, aber das haut hin. Ne? Ich hatte ja auch schon Diskussionen, wo es dann hieß, naja, das ist, wenn das gröbere Steine sind, dann ist das stimmiger. Aber aus meiner Sicht ist das falsch, weil es eben aus meiner Sicht nicht Sehgewohnheiten vom Vorbild, sondern Sehgewohnheiten vom Modell und in dem Fall dann das falsche Modell, dem falschen Modell sind. Und mit diesem Bild sind wir jetzt am Ende angelangt. Also bis am Ende dieses ersten Teils des Videos wird also noch einen zweiten Teil geben. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.